closing in. Are the preparations in place? I did my part. Huh? Yeah, sure. Good. Good. And this is the last time we meet in person. Agreed. Sir, perhaps it's best to postpone the deal. That technology... Are you high? I dumped everything I have left into this deal. It's happening. End of fucking story. I've reviewed the data trail on your frozen accounts. One name sticks out. Patricia J. Shark. Big-time banker with political aspirations. She's also a major shareholder in GenSec. It's safe to say you pissed her off somewhere along the line. Let's pay her bank a little visit. And before you ask, Wolf, no, we're not gonna kill her. Come on! Just a little bit? No. We're going after what she values most. Her reputation. Anyone capable of burning you the way she did is playing with a stacked deck. Also, she's not alone in this. We need more information to get to the bottom of this conspiracy. So what about the Dosh? Oh yeah. We're gonna clean the place out. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Payday 3. Wir sind in der nächsten Mission Gold und Shark. We're going to hit Patricia J. Shark's Pride and Joy, the main branch of Gold and Shark. It's one of the most prestigious banks in New York City. We have two objectives. First, we need to find out who else is involved in this conspiracy. There's nothing on the bank's systems, which can only mean they've moved the information someplace safe. Probably into the vault for offline storage. Shark relies on her reputation to do business. And we're going to destroy that reputation. I'm betting there's a whole bunch of dirty little secrets on that server. Secondly, and obviously, we're gonna steal all the money we can get our hands on. You know that saying about revenge? Well, we're serving it hot. Perfekt, alles klar, machen wir. Also, Golden Shark. Erstmal natürlich auf Einladung, normal, und dann wieder starten. Ich hoffe wirklich, dass sie so ein Day-One-Patch raushauen werden, wo die dann das hier bitte fixen. Dass man einfach sagen kann, yo, Solo-Lobby. Einfach, es muss nicht mal offline sein. Mir ist es sogar egal, wenn es online ist. Wenn die unbedingt wollen, dass man online ist, von mir aus. Aber bitte, mach einfach so, keine Ahnung, Solo. Weißt du, die Option, yo, Solo-Start. Zack, startet einfach. Nicht lange drum rumfuchteln, sondern einfach, yo, startet. Und eventuell so ein paar kleine Anpassungen, so wie bei der ersten Bank, weil da ist es halt unmöglich, alleine den maximalen Geldbetrag rauszuholen. Ist halt leider so. Weil du kannst ja die ganzen Farbpatronen gar nicht alle hier aufhalten. Und, ja. Oder wenn, selbst wenn Spielesuche stattfinden muss hier, mach das wenigstens schneller, weil so dauert halt echt lange. Ich suche 30 Sekunden, um mit mir selber zu spielen. Das ist, nicht gut. Na gut. Golden Shark. In Manhattan, Lower Manhattan. Nochmal. Krass normal, ey. Oh, gibt wieder Laser. Ja, okay, wird wieder ein bisschen kritisch und anstrengend. Oh. Netter Hinterkopf. Keep an eye out for security. Mhm. Ui, da kommen wir langsam ein paar graue Härchen durch, Dumme. Also Dallas. So können wir aber nicht arbeiten hier. Das ist ja schon fast Belästigung. Du solltest mal langsam die Ohren wieder sauber machen hier. Ist auch nicht gut. Aber eins muss ich dir lassen. Denn die Klamotten sehen ganz schön ordentlich aus. Nicht schlecht. Aber weißt du was, Kumpel? Du sollst doch wieder duschen gehen. Okay, gut. Das erinnert mich sehr stark an die Big Bang, ehrlich gesagt. Vom ganzen Aussehen her. I'm serious. This one's impossible to carry concealed. I have the same exact gun as you, and I don't have a problem with concealed carry. Maybe you do. Hauptsache. Ja, ist egal, komm. Habt ihr ja selber gehört. Sehr gut. The vault sits between the ground and upper floors according to the plans we stole. Okay, also wir brauchen hier eine rote Keycard. Somebody here is sure to have one of those. Why don't you check one of the computers in the Human Resources Department?
So, öffentlich, öffentlich, öffentlich. Ey, selbst hier ist öffentlich, krass. Ha, das ist nicht mal auffällig. Ich kann es einfach so durchsuchen. Easy. Einfach weggesnackt das Handy. Stark. Was haben wir sonst noch hier? Stift. Andere Dekoration. Mein Gott, die haben ja alle so einen ordentlichen Stifter liegen. Okay. Ist bestimmt Mitarbeiterpflicht hier. Sie müssen einen Stift zu jeder Zeit auf dem Schreibtisch liegen haben. Da ist ein Storage. Hier ist ein Loan Officer Liam Ackermann. Oh. Ackermann, Junge. Weißt du, was daran witzig ist? Ackermann ist einfach hier, ne? Hat Attack on Titan. Und Liam heißt einer meiner Freunde, lul. Das ist schon eine witzige Kombination. Hier können wir wahrscheinlich auch. Oh, das kann so, können wir so aufmachen. Ein privater Bereich, du. Hier ist nichts Interessantes, schade. Ja, musst du gerade sagen. Mach mal die Augen auf, Junge. Hi. Branch Manager, Reese Brown. Ein Supple Room, eine Garage Axas. Da kommt die ganze Game mit blauen Handschuhen angelaufen, perfekt. Okay, da können wir theoretischweise mal abhauen. Also rein theoretisch ist es ja nicht die Personalabteilung, die Branch Manager. Deswegen gehen wir mal ganz kurz weiter. Bank Assistant, bla bla. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Was steht da drauf? Human Resources Department is behind the teller's counter. Find a way to get back there. Ja, ist doch der richtige Raum dann. Wieso stehst du da an, wenn du einfach hier... Ach, Vogel. So, da müssen wir rein. Camera. Ich kann doch jetzt rein, theoretisch. Loop-Aufnahme sichern. Ich mach Rechtsklick, aber es bringt nichts. Ach nee, jetzt ist die blau. Ist ja witzig. Guten Tag, der Herr. Hä, ist ja mega cool. Und wie lange bleibt das jetzt so? Wie er am Grinsen ist. Na du. Oh ja. Sieht aus, als hätte er seinen ersten Tag, du. So richtig fröhlich, du. Weißt du, was echt schade für dich ist, mein Freund? Dass du an deinem wahrscheinlich ersten Tag oder deiner ersten Woche, so wie du aussiehst, du bist noch voller Freude hier. Richtig schön glücklich, die Uniform macht dich glücklich. Man sieht's. Und dann wirst du heute ausgeraubt. Mann, das wird ein richtig scheiß Tag für dich, du. Das wird ein richtig beschissener Tag. Aber weißt du was? Ist halt einfach dumm gelaufen. Sag mal, wie lange bleiben die eigentlich jetzt so? Die ganze Zeit, oder was? Ist ja mega geil. So. Ach, ist nur private Bereich, nicht mal irgendwie Sicherheitsbereich oder so. Bank Assistant Erik Jäger. LOL! Hey, das sind ja wirklich die Attack on Titan Namen. Das war nur so ein Joke, aber ich glaube, das haben die sogar wirklich gemacht. Weil Ackermann fällt auf, aber dann nochmal Jäger. Ganz wild. Oh, was war denn hier? Mal kurz die Taschen vollstopfen. Boah, ich glaube, das wird mir schon reichen, da will ich schon gehen. Ha, lol. Damit würde ich auf jeden Fall... Boah, Junge, das wäre aber richtig geil gewesen, hätte ich so... Boah, wenn ich das kriegen würde... Boah, Junge, ich würde mir direkt erstmal eine Karre holen. Also eine neue. Entschuldigung, ich wollte ja nur mal kurz gucken. Muss ja nicht gleich ausrasten, Mann. Garagen-Axas. Ich will nur mal kurz gucken. Na, erstmal so ein bisschen erkunden und alles. Bisschen aufschließen. Oh, guten Tag, Herr. Machen Sie es gut, ich bin gar nicht hier gewesen. Watch the camera. Das ist eine Kamera. Hi. Du siehst verdammt ähnlich aus wie der Typ in dem Club, der mir seine Businesskarte gegeben hat. Ja, das Druckergerät ist immer ein bisschen scheiße, ich weiß. Stay off the camera. Hier ist Human Resources. Sehr schön. Da sind wir nämlich im HR-Büro. So, können wir dich jetzt einfach hacken und sagen, yo, ich hätte jetzt gerne hier eine Loop-Aufnahme? Oh, es geht sogar wirklich. Lol. Krass. Ich kann einfach die Kamera jetzt außer Kraft setzen. Ist ja mega.
Das vereinfacht einiges tatsächlich. Heftig. Ja, die kannst du ruhig markieren, aber was meine? Ach, es sind nur private Bereiche, kein Sicherheitsbereich. Na dann, guten Tag, die Herrschaft. Ich bin der Neue. Ich bin nur hier, um Sachen zu klauen. Vielen Dank. Erstmal das Handy snacken. Ach, das interessiert ihn, aber das nicht, weißt du? An sein Handy darf ich gehen, aber nicht an seinen PC. Na gut, Prioritäten gesetzt, verstehe ich. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes am Liegen oder etwas, was ich mir snacken kann? Nee, ne? Boah, ich hasse diese Trennwände, die hier haben, ne? So, das wäre für mich so ein richtig beschissenes Büro irgendwie, weiß ich nicht. Ich mag das nicht, wenn die diese komische Kack-Trennwände haben. Ich meine, noch schlimmer ist natürlich ohne, aber generell dieses Kastenbau-Ding so. Da würde ich würde mich die ganze... Also, das wäre voll übel scheiße. So. Now, let's see who has high security clearance. Ich gleich. Ne, Leute? Civilian. Huch. Die holt plötzlich was, so ein Clipper aus dem Oberkörper rausgezogen hier. Krass. There, we got a name. It should help you find that key card. Oh, er smirkt auch so ein bisschen Rome hier. Cool. Der liebe Ackermann. Ey, die ist immer noch blau, die Kamera. Mega. Wow. Okay, für eine Mitarbeitertoilette ist das aber echt edel, muss ich sagen. Also so ein großer Raum und alles. Nett. Auf dem Boden würde ich jetzt vielleicht nicht stapeln, die Rollen, aber cool, cool, cool. Nice. Mal kurz rausgehen, weißt du? Guck mal, die ist wieder rot. Hm. Also entweder jetzt, weil ich nur eine haben darf, oder weil die dann doch nicht unendlich sind. Wo ist er denn? Hier, da war er, ne? Liam Ackermann. Guard. Ey, du bist ja so ungünstig jetzt hier, Mann. Das ist ja so wild. Er zockt einfach. Geiler Typ. Oder das sieht aber jetzt nicht aus wie Zocken, sieht eher aus, als würde er so ein bisschen rumtindern da, wa? Mein Gott, aber immer nach rechts, ne? Du musst mal so ein bisschen wählerischer werden, mein Freund. Das ist ja grauenhaft. Ach. Ha! War doch klasse, hier was drin ist. Schön. Nehmen wir. Oh, hier sind ganz viele Dinge. Wahrscheinlich richtig nutzlos. Wir gucken trotzdem mal kurz rein. Oh, wobei. Das ist ein bisschen Geld. The office toward the front of the bank is the loan officers. Oh, Sauerstoff? Okay. The fuck? Wieso haben wir denn jetzt hier Sauerstoff drin in der Bank? Ey. Hey, lol, hier ist ja voll viel. Okay, sprengen wir irgendwas? Zack. So, mal kurz rein. Oh. Check everywhere for that key card. The desk, under the papers, drawers. Time to take a bite. Das ist schlecht. Ich kann ihn leider nicht runterschreien. Okay, das ist natürlich jetzt super schlecht. Weil ich glaube, mit Maske darf ich hier nicht rumlaufen. Ich hatte damit jetzt gerade ein bisschen schwieriger gemacht alles, aber ist nicht so schlimm. Hm. Das könnte jetzt ungünstig werden. There's someone there. Guard. Aber geht noch. Ach, hier sind sogar zwei Guards, Leute. Ich dachte, es wäre nur einer hier. Die rote Keycard verwenden, das ist ja gar kein Problem. Ist ja nur mitten in der Lobby.
Lol. Gar kein Ding. And we're in. There's the door to the vault. It requires a 4-digit code to open. Okay. The server room is somewhere on the upper floor. Find it and hook me up remotely so I can hack the database and get the code. Ich wollte jetzt eigentlich nicht mit der Maske hier so rumlatschen. Das war jetzt echt nur ein Versehen. Aber ich sag mal so, wenn es halt nichts hilft, ne? Was ist denn hier los? Ein Bierglas mit einer Banane drin und ein Kartenspiel. Alles klar, war wohl eine wilde Party. It's a camera. Nice. Guard. Kurz ein bisschen aufknacken hier. Okay, okay, okay. Ist das nicht sogar ein Server? Oder bin ich jetzt gerade doof? Okay, das ist das IT-Department, aber nicht der Server, oder wie? Das ist ja natürlich ein bisschen ärgerlich. Guard over there. Eigentlich müsste ich ihn hier reinziehen, hier drin verbarrikadieren. Ich weiß mich noch nicht, wie relevant das Ganze wird, aber warum nicht? So. What is it now? Don't you think it's more than a little inappropriate that you're always checking up on me? Why is that? You question on me or something? It ain't happening. Das ist ja, wie dumm ist das denn? Ich lasse ihn mit Waffe frei. Ich dachte, ich kann ihn jetzt so als Geisel dahin werfen. Du lässt ihn dann wirklich... Also, das ist ja wirklich selten dämlich. Holy shit. Okay, ja, ich meine. Dann wissen wir es jetzt wenigstens, ne? Also, hä? Ich dachte, du kannst ihn dann so hinwerfen, dann ist es... Jo, ist halt ein Geisel jetzt. Aber nö, 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 nö. We know the server room is somewhere on the upper floor. Ja, ihr Witzbolde, so einfach ist das aber gar nicht. Hallo. Können Sie mal bitte ein bisschen reagieren hier? Einmal bitte niederlegen hier. Vielen Dank. Na, jede Person, die wir hier aus dem Verkehr ziehen, ist schon mal ein kleiner Sieg für uns. So, kurz ein bisschen blau machen die Kamera. Natürlich. Down on the ground. Dachte ich mir? Dein Husband ist mir scheißegal, Mädel. Make sure none of the employees notice the hack running in the server room. They could get suspicious. Natürlich nicht. Och, geht ja sogar relativ schnell. Sag mal, warum sind die eigentlich so komisch am krass leuchten, Mann? Ich meine, es war ja bei PD2 auch schon so ein Problem, dass die immer überbelichtet waren, aber... Damn, Boy, Lampen in dem Spiel sind halt echt krank. Guck dir mal unsere Handschuhe auch an. Oder ist das einfach nur eine Einstellung? Kann natürlich auch sein. Ich meine, ist jetzt auch nicht so... Oh, fuck. Okay, ich muss jetzt leider meine Person hier verlassen. Guard. Das geht aber schon. Das Gute ist, wenn du den Guard erledigst, damit haben wir den Weg hier schon mal ein bisschen einfacher. Das war vielleicht gar nicht mal so dumm. Und ganz ehrlich, eine Kamera einfach so zur freien Verfügung zu hacken, so, ist halt mega stark. Einfach kurz hingehen, zack, so, easy. Amen. Lass dir ruhig Zeit. Ich habe auch noch nie diese Mini-Kameras benutzt, die ich habe, ne? Weil rein theoretisch kann ich davon auch noch welche setzen. Hier, die hier meine ich. Weil die kann ich auch noch überall platzieren, theoretisch. Diese Mikrofonkameras. Weißt du, als ob die in der IT-Raum immer so am Rumbasteln sind hier. Übelstes Kack-Klischee. You did it. Now reboot the connection. Wir machen bestimmt viele, ja, aber
Als ob das in jedem IT-Raum der Welt so ist. Weißt du, immer so, ja, lass mal irgendwie ein paar Motherboards da hinlegen. Das wird schon gut sein. Das ist schlecht. Ah, sie ist einfach dumm. Okay, cool. Lol. Ja, manchmal muss man es einfach versuchen. So. Ja, bis jetzt ist es auf jeden Fall eigentlich relativ entspannt, muss ich zugeben. Ach, Leute, ist ja schon lange rum jetzt hier. Schon über eine Viertelstunde. Krass. Ja, ich habe aber auch ein bisschen umgeguckt. Also ganz ehrlich, das ist ja wirklich jetzt... Kann man nicht in Vergleich setzen, so. Oh. Was steht denn da? Ja, kann man das nicht lesen. The whole system is in the middle of an upgrade. There are four possible codes, but only one of them is the right one. See if you can puzzle out which it is. Ja, das ist ja Puzzle Out. Vier Codes, das ist wahrscheinlich nur ein einziger machbar mit den Fingerabdrücken. Aber hey, Frau Shark scheint völlig paranoid geworden zu sein und hat uns angewiesen, die Codes wöchentlich zu ändern. Das geht mir echt auf den Sack. Ich will endlich eine verdammte Gehaltserhöhung. Hier sind jedenfalls die neuen Codes. Ach du Armer, musst du vier Zufallscodes generieren lassen? Nö, oh, das ist aber anstrengend. Da würde ich aber auch nicht mehr... Also, das muss ja so viel Arbeit sein. Uff. Ich wüsste auch nicht, wo ich da anfangen soll und aufhören soll. Ganz schwierig. Pfeife, ey. Guard over there. Ich hoffe mal, dass die ganzen Zivis da keiner sieht. Ich meine, wenn du jetzt auch nicht so willst, ne, aber wäre halt ein bisschen unnötig. So, hier müssten wir eigentlich dran vorbeikommen, ohne dass wir gesehen werden. Auf der anderen Seite waren wir jetzt noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie relevant wird dann, aber mal gucken. So, wir haben 2, 3, 4. Und Enter. Also ist es halt einfach der erste Code. Wahnsinn. Okay, es ist also 3, 4, 2, 2. You got it. Ja, war jetzt auch jetzt nicht so schwierig, ne? Muss man da ganz ehrlich sagen. The vault has two layers of security. Lasers and a dual security lock. Let's deal with the lasers first. Check the control box. So, erstmal ganz kurz die Kamera snacken. Sicher ist sicher. Ob hier ein Guard rummarschiert oder nicht. Also vom Gefühl her würde ich sagen, dass da oben ein Guard ist. Okay, da brauchen wir die blaue Keycard für. Und hier den Schaltkasten. Those lasers are powered through a number of electrical boxes. Look around, find them, and turn off the switches. Just make sure you get the right switches. Okay. Okay, so... Wait. Something has changed. Go check the box in the vault lobby. Ja gut, das war aber offensichtlich, dass sich das ändert. It seems like the wiring logic changed. Keep an eye open and make sure you get the right switches. Okay, aber wo ist denn die nächste Konsole? Don't let the camera spot you. Ah, optimal, danke. There should be more electrical boxes. Search the upper floor. Danke. Wobei ich sprinte mir lieber nicht, ich nicht, dass mich nachher noch irgendwie einer sieht. Jetzt ist es grün. Alles klar. Also bis jetzt ist der Job meiner Meinung nach sehr überschaubar und easy, ehrlich gesagt. Hey, ich bin ja schon längst um die Ecke hier. Hör auf zu piepen. Kleine Assi da oben, ey. Wir gehen mal ganz kurz hier lang. Stay off the camera. Also rein theoretisch müsste das letzte jetzt einfach der rote sein. Camera. Das wäre zumindest das Sinnvollste. Das ist rot, oder? Man erkennt es so schlecht, weil es so weit weg ist. Das ist rot. Nice. Ich meine, macht ja auch nur Sinn, aber man muss ja trotzdem nicht riskieren. Boy.
Mach nicht diesen jetzt hier. Was war denn hier eigentlich? Ein Roof Access. Krass. Okay, nett. Also hier sind nur Kameras, was ehrlich gesagt ziemlich fair ist. Oh, warte mal. Hoch, ich habe die Kamera ja gar nicht mehr. Gut, das ist mir aufgefallen, das wäre gefährlich gewesen. Systemfehler, Reaktivierung erforderlich. One thing done. Ach, das ist Security Office. Next, we need a blue key card. Ah, ja. But the vault will only unlock if it also receives an activation signal from the manager's computer. So, wird mir auch gesagt, wo die Keycard ist, oder was so ein... When you authorize the vault opening from the manager's computer, you'll have just enough time to get back here and open the vault with the blue keycard. Ihr Witzbolder. Also ich soll jetzt eine blaue Keycard finden, muss also in die Bank wieder reinlatschen, oder was? Und dann einfach darauf hoffen, dass mich keiner irgendwie sieht, oder wie? You need a blue keycard to get the right clearance. Das ist mir schon aufgefallen. Hey, ist ja auch noch so ein Gerät, ist ja witzig. Okay, das ist gar keine Tür. Lol. Ja, ja, entspann dich. Hier ist ein Roof Access und hier hinten ist ein Gang, der aussieht wie so ein kleiner Mini-Storage. Also ganz ehrlich, da hier eh keine Guards sind, rein theoretisch könnte man die auch einfach kaputt machen, die Dinger. Aber das muss jetzt gerade nicht sein. Ach, hier sind wir. Ah, macht Sinn. Ich habe eine Kamera gehört, aber irgendwie sehe ich keinen, ne? Okay. Wieso ist bei einer Bank ein Guard auf, dem Dach am Patrouillieren? Ich würde es ja verstehen, wenn er irgendwie eine Raucherpause oder sowas macht, oder irgendwie eine, keine Ahnung, Essenspause in der Frischluft oder so, aber ansonsten macht es für mich keinen Sinn. Der hat keine Keycard, der ist irrelevant für uns. Gibt es hier noch einen anderen Weg irgendwo? Wo wir rein können oder so? Sieht bis jetzt nicht so aus. Das hätte eine Tür sein können. Okay, es ist ein Roof Access ganz groß hier. Und da hier ein Guard rumpatrouilliert, muss es hier uns ja auch irgendwie was bringen. Ne? Aber ich sehe jetzt aktuell noch keinen Nutzen hier drin. Und noch keine andere Tür. Also, keine Ahnung. Also ist der Typ eigentlich komplett unnötig für uns. Jetzt zumindest noch. Ich weiß nicht, ob das uns irgendwas noch bringt. Könnt ihr durchgucken, theoretisch? Ja, ne? Okay, von hier ist es unmöglich, da irgendwie eine Keycard zu sehen. Also das, glaube ich, können wir vergessen. Na gut. Dann gehen wir wieder rein und wissen, hier ist Quatsch. Oh, lol. Watch the guard. Erstmal kurz Dingens bekommen hier. Nett. Ach, da ist ja noch eine Tür, die habe ich gar nicht gesehen. Ach so, das ist wahrscheinlich auf der anderen Seite mit dem Roof Access. Macht ja natürlich Sinn. Da stand ja sogar extra Roof Access. Mhm. Sorry dafür auf jeden Fall. Ja, aber dann ist dieser ganze Gang hier ja richtig unnötig, ne? Vor allem so als ganz hohe Frage, wieso ist es eigentlich nicht einfacher gewesen, diese Tür hier aufzubrechen, als davon das ganze Ding? Ja, das müssen die wissen. Wäre natürlich jetzt witzig, wenn du eine blaue Keycard gehabt hättest. Aber leider ist sie nicht so. Oder ist die blaue bei dem dem Filialleiter? Kann natürlich auch sein. Ja, entspann dich mal kurz. Wir gehen mal ganz kurz hier unten lang. Also nicht ganz runter, sondern einfach nur hier bei den Treppen da vorbei. Sparen wir uns hier diesen Mittelweg. Guard over there. Hast du blaue Keycard im Arsch? Oder ist die wirklich beim Filialleiter drin? Ja, keine Ahnung, du bist auch nutzlos. Okay.
Also wir müssen auf jeden Fall, ich bin jetzt gerade überlegen, Manager's Office, ist das dann der Filialleiter, oder ist das ein Manager, weil, oh scheiße. Oder bin ich jetzt gerade doof? Manager ist aber doch nicht Leiter, oder? Check the sieve. Wobei er Manager ist halt, ich weiß es nicht, es könnte auch. It's a guard. Aber ist das nicht eigentlich der CEO im englischen Schild? Oder bin ich jetzt gerade verwirrt? Ich weiß das nicht, Boy. Oh! Lie down! Fuck, that's the alarm. Schade. Da war man nicht schnell genug, aber die hat die blaue Keycard. Interessant. Okay. Dann halt nochmal neu. Ach ja. So, dann lass mal ganz kurz reingehen. So, das eine Handy lag hier rechts, das können wir direkt wieder wegsnacken. The vault sits between the ground and upper floors, according to the plans we stole. Dann gehen wir ganz kurz schnell durchlauf durch und machen schon die wichtigsten Sachen. Somebody here is sure to have one of those. Diesmal verzichten wir vielleicht auf die Maske, wenn es geht. Warte, Branch Manager. Ich weiß es nicht, Mann. Irgendwie kommt mir das so falsch vor, wenn ich die Tür da aufmache. Aber es ist halt der Manager, ich weiß es nicht. Es könnte ja auch richtig sein. Kann ich denn jetzt bitte? Danke. So, guten Tag. Ich bin da. So, vielen Dank fürs Geld auf jeden Fall schon mal. Okay, gedrückt halten geht nicht. Schade. Bank Assistant. Ja, aber ich will keine Assistenz. Ich will den Leiter haben. Hey. So, wo komme ich hier jetzt hin? Guard over there. Okay, er chillt da so ein bisschen. Taumelt ein bisschen hin und her, das ist ja okay. Aber die Frage ist, bist du da jetzt stuck? Weil du warst das letzte Mal auch schon hier. Oder gehst du? Ja, ja, ganz ruhig, Mann. Zack. So, HR auf jeden Fall schon mal. Hallo, die Herrschaften. Ich bin, der Typ, der euch beklaut. Mittagspause, ihr könnt alle gehen. Ja, was für beobachtet? Wer sieht mich denn? Die labern Scheiße, ich werde gar nicht beobachtet. Ich wurde angeflunkert. Einfach angeflunkert. Frech. There, we got a name. It should help you find that key card. Jetzt muss ich selber drauf gucken. Ich dachte, ihr sagt das. Liam Ackermann. Okay, es ist halt einfach dasselbe. Ja, ich weiß halt nicht, ob es da doch noch irgendwie random Dinge gibt. Achso, hoppala. Oder halt nicht. Oh, hier ist gesichert. Das ist natürlich ungünstig. Schade. Also hier darf ich hin, aber da nicht, oder was? Macht das sowas von gar keinen Sinn. So, guten Tag, die Herrschaften. Du siehst wichtig aus. Hast du eine Keycard? Hier in dieser Main-Lobby war ich auch noch nicht drin. Ist hier irgendwo ein Handy oder so? Nö. Okay. Guard. Moin. It's a camera. Guard over there. So, kurz die Kamera übernehmen, dann ist ja klar. It's a guard. Watch the guard. Ich kann ihn nicht blockieren, cool. Ja, hier müssen wir leider rein, das bringt halt nichts.
Ja, das von dem finde ich jetzt halt echt ein bisschen hart, weil... Check everywhere for that key card. The desk, under the papers, drawers. Okay, ich muss sogar darum reingehen. Aber wie soll ich das machen ohne Maske? Also ich meine, ich will jetzt nicht mit ganz mit Maske rumlaufen. Das macht's ehrlich gesagt vom Movement her ein bisschen komplizierter alles. Bist du da stuck oder läufst du gleich noch? Okay, er geht tatsächlich. Ich könnte versuchen, das habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Warte, das probieren wir einfach mal. The office toward the front of the bank is the loan officers. So, können wir mich ganz entspannt jetzt reingucken. Die ist auf jeden Fall da drunter. Das habe ich mir gedacht, weil die wieder beim gleichen Aufbau ist. Aber ganz ehrlich, dann haben wir es wenigstens mal genutzt. So, was machen wir jetzt mit dem, ist die Frage. Weil ich kann ihn nicht auf den Boden schreien. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir müssen halt warten, bis am Fenster steht. Das bringt nichts. Geht nicht anders. Also ich wüsste halt legit nicht wie. Was ist eigentlich im Storage Room? War ich da schon drin? Doch, klar, da waren die ganzen Spinde. Doch, doch, da war ich drin. Da war der Sauerstoff und so. So, also das geht auf jeden Fall auch ganz klar ohne die Maske. Weil damit haben wir es halt hier noch ein bisschen einfacher, durch die Gegend zu laufen, weißt du? Das ist auch ehrlich gesagt ziemlich wichtig, finde ich. Weil damit hast du so eine Bewegungsfreiheit einfach. Das ändert einiges. Gerade im oberen Bereich, denke ich mir, wird das dann richtig angenehm. Open Sesame. So, jetzt ist natürlich privater Bereich, das ist klar. Aber wenn wir halt hier erwischt werden, dann müssen wir halt nicht... That's the door to the vault. We won't get through without the code. Fuck. The server room is somewhere on the upper floor. Ich weiß den Code nicht mehr. Help me up remotely, so I can hack the database and get the code. Aber rein theoretisch kann ich mir auch die Codes einfach merken, oder? Da braucht man die ja nicht mal neu holen. Rein theoretisch, oder? Kann man damit Schritte skippen? It's a guard. Das wäre natürlich schon ein bisschen witzig, ehrlich gesagt. Okay. Check the guard. It's a guard. Oh, er geht hier. Mhm. Sehr unschön von dir. Hallo, die Herrschaften. Oh, was ist denn hier? Der Bankmanager. Das ist, glaube ich, der Raum, wo wir später rein müssen. That's the terminal. Patch me in. Aber natürlich. Okay, I'm in. This shouldn't take long. Piep! Hör auf zu piepen, du Kackding. Tja, wir können ja schon mal rübergehen, theoretisch, weil es wird gleich eh dann wahrscheinlich da ein Problem geben. Keep tabs on the server room. We don't want any employees stumbling in on the hack running. That'd be bad. Wo ist denn der Guard? Check the guard. Da. Ganz entspannt. What the hell? They must have upgraded the security protocols. Head over to the IT office and confirm access through one of their computers. Then hook me back in. Don't move a muscle. Stop right there. Don't make me shoot you. Stop right there. Schade. Sehr belastend. Ich wollte nur kurz hacken, bevor... Ach, das ist natürlich jetzt schade. Sehr... Oh. You okay over there? Hey, Dispatch. I'm all good. Just got an itchy trigger finger, if you know what I mean. Oh, ja. I'm just waiting for someone trying to break in. Computer's ja, da kam ich leider nicht raus. Okay, right. I think that sounds good. Na, ist doch nicht so schlimm. Ich komme halt einfach nicht hier weg. Passiert, passiert, ne? Watch halb so wild. Dann gehen wir halt hier jetzt weiter. Bist du nicht sogar der Manager? Nee. Du bist irgendein random Dude. Sehr schade. Huchala. Seid mal bitte ein bisschen unaufmerksamer, bitte. Danke. Check the sieve. Doch, doch, du bist der. Face on the floor. Oh God!
Na gut, dann halt so. Ach, wir probieren's aus. Er steht nur. Er ist wieder so dumm. Ach, ich hasse das. Check the IT department. One of those computers must have authority to grant us clearance. Komm doch bitte einfach mit, Kumpel. Geh doch einfach, Junge, jetzt rennen. Beweg dich, Alter. Guck dir da so dumm. Hallo, komm doch her jetzt hier. Danke. War doch jetzt nicht so schwer. Siehst du, das ist so spannend. Und schon können wir hier rein. Theoretisch. Nice. Erstmal kurz ein bisschen klauen. Braucht er eh nicht mehr. Kurz schon mal aufschließen. Wichtig. Dann haben wir den Part schon mal gemacht. Ich muss nochmal zurückgehen. Echt jetzt? Ist das denn ernst? Ist das denn ernst? Ich dachte, die sieht mich nicht so gut. Ach, schade. Wie ärgerlich. Das war jetzt ein bisschen unnötig, ehrlich gesagt. Ach, naja. Machst du nichts. Aber vielleicht schaffen wir es diesmal ohne Maske, weil die war halt... Es ist halt einfach schade, wenn wir da mit Maske durch die Gegend gehen. Weil damit machen wir es uns halt selber deutlich schwieriger. Na komm, gib Gas. So. Aber jetzt sehe ich mit Speed. Dim-dim-dim-dim-dim. The plans we stole say the vault is between the ground and upper floors. You'll need to find a way up there. Das Witzige ist, aber sind die Aufgaben eigentlich relativ einfach. High security key card. Somebody here is sure to have one of those. Why don't you check one of the computers in the human resources department? Machen wir. So, kurz den QR-Code scannen lassen. Zack. So, kurz weghacken die Scheiße hier. Perfekt. Mein Gott, tschüss Schimmer. Dann die nächste weghacken. So. Und die nächste weghacken. Dann gehen wir jetzt einfach Schritt für Schritt so durch. Das ist auch fein für mich. Ich hab da nichts gegen. Guten Tag, da bin ich wieder. Einmal kurz das Handy durchsuchen hier. So, also bis hierhin, eine Minute, easy drin. Du kannst dich bitte ganz kurz verpissen, ich muss hier gerade was tun. Wirklich. Boah, am liebsten würde ich jetzt hier die ganzen Leute einfach auf den Boden schreien, ne? Ne, hier ist auch nichts mehr drin. Sehr schade. Oh, huch, er ist gerade weggegangen. Nett. Patricia Shark has won awards for ethical business practices 3 years running. Once we get a hold of her secrets, she can kiss that award goodbye. Mhm. Ja, diesmal machen wir es auch. Easy. Okay, we have a name. That'll help you find a key card. Ach, nicht wieder in die Toilette reingehen. Nicht wieder denselben Fehler machen hier. So. Da müssen wir jetzt gleich rein. Ganz entspannt. Jetzt wieder der härteste Part von allen, finde ich. Also zumindest für den Anfang so. Ganz kurz die Kamera hacken. So, wo ist Monsieur? Guard. Monsieur Kakadu ist da. Guard over there. Alles klar. Ah, ich wollte gerade reingehen. Ich wusste, dass du es tust. Du Assi. Was ein Keck, Mann. Und da kommt der Guard. Da kommen sie beide. Oh, ich wurde hier fast in die Falle gelockt. Naja. Watch the guard. Ah, wie toll. Guard. Das Wichtige ist, wenn wir halt im CV-Mode sind, dann können wir halt auch die blaue Keycards klauen von dem, ohne dass er halt sich halt beschweren kann, weiß ich mal. Allein deswegen ist das ein Vorteil, wenn wir die Maske halt nicht anziehen. It's a guard. Watch the guard. Deswegen, wir dürfen da oben jetzt gleich nicht in den Guard reinrennen, das wäre echt ungünstig. Ganz ehrlich, es ist ja eh nur ein privater Bereich, ich weiß sowieso nicht, warum ich da so Panik geschoben habe. Wenn wir erwischt werden, dann lassen wir uns einfach rausgeleiten, das ist besser als...
die Maske anzuziehen. Weil da haben wir halt gar nichts von. Apropos, gar nichts davon haben. Kannst du dich bitte wieder ans Fenster stellen? Die Aussicht ist schön, habe ich gehört. Genau so, mein Freund. Vielen Dank. That keycard will give you access to the upper floor. So, dann mal kurz durch die Gegend sprinten hier. Vielen Dank dafür auf jeden Fall, Leute. Okay, ich wollte gerade zum Telefon rennen, lol. Check the guard. Guard. Here we go. So. This door leads to the vault. See that panel? You won't get through without the code. Da ist schon mal der Typ der Typen. Database and get the code if you hook me up remotely in the server room. My intel says it's somewhere on the upper floor, but not exactly where. Natürlich rennt er dem hinterher. Junge, ich will doch nur die Karte klauen. Das kannst. Ja, I'm sorry. Jetzt telefoniert er auch noch. Nichts machst du dagegen, Mann. Nichts. Check the guard. Ein Guard. Alter, ist die schnell wieder hochgetickt. Ich schwör's, die Kameras sind so stark in dem Spiel. Ohne Scheiß. Alright, I'm connected. This'll only take a second. So, mal kurz, wir müssen das Geld, das ganze Geld wegsnacken. There's someone there. Ach, das fällt dir auf, ja, aber sonst interessiert sich auch nicht. Bist du ein geiler Typ. We don't want any employees stumbling in on the hack running. That'd be bad. Ja, wäre schon scheiße, aber. Guard. Naja. Jetzt auch kein Weltuntergang, ehrlich gesagt. Wo ist denn der andere Guard? Tja, es ist jetzt. Ah, schade. Hoppala. You shouldn't be in here. Das weiß ich doch auch. Sake. Genau das. No sightseeing. Come on. I'll show you out. Aber ich habe doch ein Gespräch. Then patch me back in. Hören Sie mal, ich habe ein wichtiges Gespräch da oben. Ich habe einen Termin. Wieso? Was soll denn die? Das wird auf jeden Fall eine schlechte Bewertung geben für die Bank. Ich schwör's dir auf Google. Ich hau eine Rezension raus. Das wird. Es geht dir gar nicht, Junge. War ein Scheiß-Service. Richtig unhöflich. Don't let me catch you back there again. Das wird ein ungemütlicher Tag für dich. Das wird ein richtig ungemütlicher Tag für dich, das schwör ich dir. Das wirst du noch bereuen. Du wirst gefeuert, mein Freund. Du wirst gefeuert. Ist er weg? Cool. Es ist immer wieder amüsant, einfach wieder reinzugehen. Ist einfach toll. Guard over there. Er dreht sich halt. Was ist das denn? Lol, er ist einfach genau dahin zurückgegangen, wo er aufgehört hat zu patrouillieren. Und führt dann seinen Weg einfach weiter aus. Das ist ja auch ganz wild. Check the guard. Wir können übrigens mit der blauen Keycard jetzt hinten den Kameraraum dann aufmachen. Das hat sogar eigentlich noch einen Vorteil, dass wir jetzt die Keycard direkt am Anfang wegsnacken. Ja, Meister, wollen Sie dann bitte mal weitergehen? Guard over there. Ach komm, ich gehe das Risiko ein. Cool, er geht. Head to the IT department. One of the computers over there must be able to grant access. Das weiß ich doch auch. Bin doch schon dabei. Und siehst du, diesmal haben wir die Maske noch aus. Easy motherfucking peasy boy. Ah, wunderschön. Lass dir ruhig Zeit beim Datenscannen. There we go. Now get me back online. It's a guard. Aha. War ja klar, dass er hier in der Nähe ist. Aber ich habe da kein Problem mit, weil ich bin ja eh hier einfach ganz frei, um durch die Gegend zu laufen. Guten Tag, Herr Manager. Ich habe Ihre Keycard. Fällt hoffentlich nicht auf. Vielen Dank.
So. Ich warte mal ganz kurz hier nicht, was wir die. Wobei, ich drehe mich mal dahin. Vielleicht können wir dann testen, ob wir dann nochmal drauf gucken müssen oder nicht. Aber ich glaube, wir müssen nochmal ganz kurz abschließen dann. Ja. This entire system's being upgraded. I have four possible codes, but only one of them is the right one. See if you can figure out which one it is. Okay, pass auf, wir sind bei beiden Guards jetzt gerade genau in der falschen Position. Okay, interessant. Entspann dich, Kamera. Ist kein Grund zur Aufregung hier. So, 3, 4, 2, 2. There we go. Wir könnten eigentlich mal ganz kurz hingehen, das aufschreiben. 3, 4, 2, 2. So. The vault is protected by two layers of security. A laser system and a dual security lock. Let's deal with the lasers first. Ja, kein Problem. Wir können auch eben ganz kurz hingehen und den da ausnocken, theoretisch, ne? Also rein theoretisch können wir die Kameras ausmachen. Dann müssen wir aber die Maske anziehen. Das finde ich halt noch nicht so cool, ehrlich gesagt. Weil so schlimm sind die Kameras bis jetzt nicht gewesen. The lasers get their power from a number of electrical boxes. Find them and turn off the right switches. Okay, so wait. Something has changed. Go check the box in the vault lobby. Looks like the wiring is on some sort of rotating logic. You'll need to check back and make sure you get the right switches. So. Ganz entspannt alles, easy peasy hier. Das war blau, ne? Das war blau. Ansonsten gibt es jetzt einen Alarm. Dann war das nächste dann halt weiß und dann rot. Grün-rot, sorry. Take a look on the upper floor. Das ist grün und danach kommt rot. Hab ich mich jetzt erschrocken, Alter. Holy shit. Die habe ich ehrlich gesagt vergessen. Muss ich zugeben. Das ist rot, alles klar. Also die Reihenfolge ist dieselbe. Easy. So. Alright, now switch off the lasers. Natürlich. Machen wir. Schubidubdubdubdub. Schubidubdubdubdubdub. Nicely done. On to the next. Alright, next we need a blue key card. But the vault will only unlock if it also receives an activation signal from the manager's computer. Okay, der Manager ist da. Authorize the vault opening from the manager's computer. You'll have just enough time to get back here and open the vault with the blue key card. Ja, die Frage ist, gerade genug Zeit ist immer eine vage Aussage. Heißt das jetzt, ich kann da dann hin sprinten, hin sneaken? Guard over there. Oder ist das wirklich so mit Verzögerung noch? Also, was ist gerade genug It's Zeit? A guard. Das ist Check the guard. So, er geht ja jetzt schräg durch. Dann haben wir jetzt hier ein bisschen Freiraum, weil der wird jetzt erstmal den Fenstern abgammeln, der Typ. Und währenddessen können wir jetzt hier ganz entspannt rein und rausgehen. Wir müssen noch drauf warten. Okay, you only have a limited time window to get back to that vault. Hurry! Ich kann eigentlich auch sprinten, theoretisch. Die Kamera gehört eh mir. Watch out. Ganz entspannt. There we go. Now spin the wheel and open the door. Also das war jetzt wirklich der einfachste Schritt, würde ich sagen. Gar kein Ding. Die Kamera kann auch nichts sehen, weil es meine ist. Merry Christmas. So, jetzt ist die Frage, passiert da noch irgendwas oder ist das das gewesen? Wow, sah das jetzt geil aus mit dem Licht. Cool.
Ja, können wir da jetzt einfach reingehen oder ist jetzt noch irgendein Problem? Ah, ich bin da noch ein bisschen nervös. Na gut, dann machen wir es so. I'm hoping this server will provide us with everything we want to know about this conspiracy. Not to mention, it's probably the closet where Shark is keeping all her skeletons. So, mal ganz kurz immer alles eintüten hier. Ja, kein Problem. Ich bin dabei. Check the rooms behind the gates. Shark wouldn't want anyone to find it too easily. Ist das hier in der Mitte so eine Megatasche? Take as much money as you can carry. It's time for payback. Nie Payday. So, und die müssen wir wahrscheinlich entweder auf Knacken oder auf Bohren, die Dinger. Aber Bohren hoffe ich jetzt mal nicht. Nice. Ich finde es übrigens echt gut, dass sie jetzt so viel aufs Bohren verzichtet haben. Weil das fand ich sowieso mal ein bisschen öde. Und hat auch oft nicht so viel Sinn gemacht, ehrlich gesagt. Also von daher ist es schon eine nice Änderung. Okay, Kunst nehmen wir nicht mit, wir nehmen nur Geld mit, alles klar. Oh, wir können sogar den Server mitnehmen. Nett. Ach, müssen wir sogar. Hoppala. Mein Fehler. Packen wir mal hier links hin, damit wir wissen, welche Tasche das ist. Und da ja auch kein Guard hinten ist, ist es auch ein echt entspannter Tresorraum, ehrlich gesagt, bis jetzt zumindest. Sehr nett. Und wir haben immer noch keine Dingens an, ne? Also, wir sind immer noch voll fit dabei. Das wäre dann der zweite Job neben dem Club, den wir ohne Maske machen können. Das ist echt krass. Ach, den dürfen wir nicht mitnehmen. Ha, müssen die wissen. Aber ganz schön wenig irgendwie hier drin, finde ich. Ja gut, so ein paar Geldtäschchen, aber... Da hätte ich jetzt mehr erwartet. Vor allem ist die Tasche, die ich jetzt gerade gepackt habe, weniger wert als diese große hier. Weil das ja deutlich mehr Kohle ist. Wie viel ist das eigentlich? Das ist wahrscheinlich... so 10, 20, das... Ich würde sagen, das sind so 250 Scheine, würde ich jetzt mal schätzen. Ungefähr, weil es muss ja auch irgendwie ein Betrag sein, mit dem man glatt rechnen kann. 300 wäre dann wieder mit den 900er Schritten dann zu ungenau. Deswegen würde ich sagen, sind das so 250 Scheine, schätzungsweise. Mal 100. Wobei die halt auch nicht alle gleich groß sind. Dazwischen sind so kleinere Bündel. Wobei es kommt mit denen ganz gut zusammen, oder? Aber wir rechnen einfach mal mit. Das sind, warte, wir machen es mal so. 100 mal die 250 sind... $25.000 pro Bündel. Wir haben hier 10 Stück in einer Reihe quasi. Also sind wir bei 250.000. Das wäre dann hier eine 500.000, 1 Million, 1,5 Millionen. Also rein technisch gesehen wäre das verdammt viel Geld. Würde ich ja schon gerne im echten Leben haben, bin ich ehrlich. Einfach mal eben so. Zack. So, wo müssen wir jetzt damit hin? Ja, du kannst dich bitte ganz wegdrehen. Danke. Garage Access, ja, aber ich komme irgendwie nicht dran. Es ist ein bisschen ärgerlich. Sehr schade, dass das nicht geht. Ich finde, ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Aber ist halt trotzdem einfach ärgerlich, weil unnötig. Ja, hier rechts will ich eigentlich gar nicht hin. Wie ist das mit hier? Fall ich hier auf? Nein. Dann können wir die Taschen hier einfach dran vorbeischleppen. Weil wir fallen ja eh nicht auf. Dann müssen wir zwar immer auf die Kamera achten, weil die ein bisschen nervig ist, aber es geht ja. Und dann ist da halt, nee, warte. Das ist ja der Bank Assistant. War hier nicht der... Ja. So, jetzt ist die Frage. Eigentlich müssen wir erstmal die ganzen Taschen hier hinbringen. Weil da unten waren Guards. Und ich weiß jetzt leider nicht, wie sich die Guards verhalten, wenn wir da mit einer Tasche runtergehen. Weil es ist ja ein privater Bereich und alles, ne?
So. Die Tür können wir eigentlich auflassen. Die müssen wir nur zumachen, weil da ist immer der Vault. Die Kamera, die haben wir easy auf unserer Seite. Das ist also auch kein Problem. Dann können wir rein theoretisch die ganzen Taschen schon mal nach vorne tragen. Das wäre schon mal ein Schritt. Wir können es aber auch eigentlich sein lassen, bevor wir jetzt irgendwie dann dadurch gesehen werden. Aber bis hierhin ist das alles immer relativ easy. Und dann kannst du hier runterlaufen und wirst eigentlich nicht gesehen. Weil die Kamera ignoriert dich ja auch komplett. Das war ein bisschen eklig jetzt gerade. Auch das geht klar. Kein Ding. Aber selbst wenn wir da erwischt werden, ist es theoretisch nur ein privater Bereich. Das heißt, wir sind da relativ safe eigentlich. Eigentlich müssten wir den Kameramann umbringen. Dann hätten wir das Ganze hier richtig entspannt. Mein Problem ist nur, dann müssen wir halt die Maske anziehen. Und wenn wir das halt machen, dann würden wir halt die Kameras austauschen gegen Gefahr durch alle Personen da vorne. Das wäre dann halt irgendwie ein schlechter Deal, finde ich. Weil so habe ich halt diesen Vorteil. Ich kann mich halt hier umher bewegen. Guard over there. Und auch ihn interessiert es einfach nicht. Ich trage hier eine Geldtasche vor seiner Nase, aber es ist halt normal. Ich könnte es auch einfach einzahlen, theoretisch, ne? Wird ihm wahrscheinlich nicht mehr auffallen. Ne? Waste Paper. Aha. It's a camera. Ja, müssen wir jetzt halt ein bisschen Taschen tragen, ne? So, kein Problem. Gar kein Problem. Das wäre natürlich jetzt richtig geil, wenn wir einfach die Bots auch nutzen könnten, dass die auch mithelfen würden beim Tragen, aber... Ja. Ich hoffe, das machen die auch irgendwann mal, dass man die Bots auch dann irgendwie... Weil gerade bei sowas hier, könnte ich auch irgendwie sagen, yo, kommt mal bitte alle mal hierher, alle Viere. Nehmt eine Tasche und bringt die halt dahin, wo ich das irgendwie markiere oder so. Und vor allem, warum dürfen wir da jetzt nicht rum? Gab es irgendwie einen Vorteil, den ich hätte holen können, aber es irgendwie nicht gesehen habe? Weil wenn das ja der einzige Weg zum Keller ist, ist das ja eigentlich aber auch... Ich meine, der geht. Selbst mit Maske wäre der okay. Ist halt trotzdem kein schöner Weg, so was ich meine. Ja, ganz entspannt. Die Kameras sind auch genauso abgestimmt, dass wir da gut durchlaufen können. Also, passt. Wir räumen ganz gut den ganzen Tresor hier aus. Es juckt keinen. Mein Gott, das sind aber auch noch echt viele Taschen, du. Da werden wir noch ein Stück verbrauchen. Ja, ja, ich war kurz im privaten Bereich, das ist mir aufgefallen. Das dachte ich mir schon. Watch the guard. Watch the camera. Die Doppelaugen. Und gleich verschwinden wir einfach so aus der Sichtweite. Macht's gut. So. Stay off the camera. Stay off the camera. Oder irgendwie so ein Gang, dass man dann hier irgendwie so eine... Ja, so wie so ein Schacht oder da irgendwie so ein Schacht machen will, wo die Taschen rausfallen. Dass man die da irgendwie reinwerfen kann, dass die dann irgendwie dahin fallen oder so. Das fände ich auch noch ganz interessant. Oh, nett. Ich wusste es. Der Guard steht natürlich genau hier vor der Tür. Das war aber auch offensichtlich, ehrlich gesagt. Da musst du beim nächsten Mal ein bisschen früher aufstehen, mein lieber Guard. Okay, jetzt geht er los. Hat die Arme weggenommen. So. Da geht er. Einfach durchschaut habe ich dich, mein Freund. Einfach durchschaut. Ich bin mal gespannt, wie sich das Stealthen auf den höheren Schwierigkeitsgraden ändert, weil ich meine rein theoretisch diesen Job hier, den habe ich jetzt gerade komplett ohne Guards zu töten, ohne Kameras kaputt zu machen und ohne Maske anzuziehen gemacht, wenn man das jetzt mal so genau betrachtet, ne? Ich meine, noch ist er nicht zu Ende, ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber theoretisch war das schon echt gut bis jetzt. It's a camera.
It's a camera. Sehr gut. Sehr gut. So. Dann wieder weiter. Die nächste Tasche holen. Aber ich denke mal, von höheren Schwierigkeitsgraden, entweder machen sie mehr Guards. Ich finde, die Kameras sind dann sowieso unzerstörbar, so als Nebending schon mal. Aber ich denke mal, wird wahrscheinlich auch noch irgendwie sowas sein. Weil wenn die unzerstörbar sind, ich meine, wir können ja trotzdem hacken. Das war jetzt bis jetzt nämlich nicht kein Problem. Dann wäre es halt noch quasi bei der Mission bis jetzt genauso schwer. Mehr Guards, das könnte, glaube ich, ein bisschen eklig werden dann. Weil dann müsste halt vielleicht gezwungen, was dagegen zu unternehmen. Aber mal sehen. Na? Guckst du bitte woanders hin? Watch the guard. Angenehm. Ah, vorbei, die kann ich sogar auflassen. Hey, mein Freund. Check the guard. Erstmal kurz Finger in sein Gesicht halten. Da ist eine Kamera in deiner Nähe. Danke fürs Markieren. Alter, da sind ja noch voll viele Taschen, krass. Oh mein Gott. Da ist die halbe Mission aus Taschentragen bestehend, ey. Ich meine, ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Ist alles Loot, aber... Guard! Damn, Junge. Guard over there. Mhm. Ich nicke gern zurück. So. Watch the camera. Easy peasy. Einfach kurz warten. It's a camera. Leute, die spiegelt sich sogar hier. Guck's dir an. Ist ja mega nice. Was guckt die da jetzt so doof von einem komischen Drucker da rum? Ja, piep doch ruhig, was du willst. In dieser Millisekunde kannst du mich nicht sehen. Und selbst wenn, wäre es auch nicht so schlimm. Weil es halt einfach nur ein normaler privater Bereich ist. Selbst wenn wir da erwischt werden, ist das für uns egal. Huch. Hä? Mir fällt gerade übrigens auf, ich habe ja gar keine Ausdauer. Ich sprinte hier einfach durch. Finde ich gut. Jetzt aber lang gebraucht. Ach, diesmal hat sie nicht mehr gepiept. Die wird immer schlechter. Meine Güte. Alter, ohne Scheiß, die halbe Mission ist halt wirklich legit nur Taschen tragen. Krass. Aber wäre es jetzt halt so schlimm gewesen, wenn man irgendwie sagen würde, ey, komm, man könnte irgendwie, was weiß ich denn, irgendwie hier hinter oder so, da an die Wand dann so einen kleinen, wie so eine Rutsche dann reingemacht oder sowas. Das gab es jetzt ja schon öfter. Bei der First World Bank, bei PD2 und sowas gab es das ja auch. Das sind halt einfach Taschen da runtergeworfen werden. Und dann hast du die halt irgendwie da jetzt irgendwie in diesem Treppenhaus drin, kannst du die dann halt da easy wegnehmen, so, weißt du, was ich meine? Das wäre ja nur so eine Option. So kann das irgendwie da rausgeploppt kommen oder so ein Scheiße. Guard over there. Ah, dachte ich mir. Ja, dann trinken wir halt irgendwas, der braucht kurz ein Stück. Er war kein Stress, mein Freund, ne? Immer mit der Ruhe. Praktisch. So, und weiter. Geht's ja nur um diesen einen Zentimeter. So, die nächste Tasche. Gott, Junge. Ist mir gar nicht vorher so aufgefallen, dass das doch so eine große Masse an Taschen war. Jetzt mal ohne Witz. Also ich hätte jetzt so, wenn hättest du mich jetzt gefragt, als ich bevor ich die getragen hätte, wie viel das gewesen sind, hätte ich gedacht, ja so 10 vielleicht.
Aber gefühlt sind das viel mehr. Ich muss die gleich mal durchzählen. Aber es ist eine relativ entspannte Karte eigentlich. Ich hätte jetzt bei der ganzen Missionsbeschreibung und bei dem Aussehen von draußen gedacht, dass sie deutlich größer wäre. Ich habe wirklich so ein Big Bang jetzt erwartet. Aber ganz ehrlich, das ist eigentlich relativ angenehm hier. Das ist eine recht putzige Bank eigentlich. Watch the camera. Sind wir genau zum falschen Rhythmus gekommen. Naja. Vor allem, du hättest jetzt die Maske an, müsst ihr alle hier rumtragen. Das wäre dann ja überanstrengend gewesen. Dann hättest du die ganze Zeit aufpassen müssen. Dann hättest du wirklich die Kameras ausmachen können. Dann hättest du den Garten in den Main Hall wegmachen müssen. Dann hättest du mich nur auf Zivilisten achten müssen. Wäre dann immer noch ein bisschen nervig gewesen, zugegebenerweise. Aber ich glaube, das wird auch gehen. Aber die Zivilisten könnten dir halt richtig den Tag versauen dann. Oh, Gott sei Dank, endlich geschafft. Oder? Ja. Sieht gut aus. Dann können wir jetzt mich auch die Kameras da unten hacken. Und das Ganze noch ein bisschen entspannter. Check the guard. It's a camera. It's a camera. Watch the camera. Ja, lass dir ruhig Zeit. Hast kein Stress, Mann. So, und jetzt sind wir hier theoretischerweise durch. So, was davon ist der Server? Okay, wir müssen kurz ein bisschen aussortieren. Das habe ich mich jetzt irgendwie ein bisschen verkackt. Oh mein Gott! Das Taschentragen geht 10-mal schneller als sonst. Sonst hast du so einen kleinen Dealer dazwischen gehabt, bevor du die nächste Tasche nehmen darfst. Stark. Wieso sind eigentlich alle überall Farbe rumliegen? Naja. Guard. So, und jetzt geht's nämlich los. Mit dem Part, den ich meinte, mit der könnte eklig werden. Guard over there. Deswegen wollte ich die Taschen erstmal hier so in die Nähe zumindest bringen. Weil theoretisch können wir die Taschen schon mal runtertragen. Das sind schon mal ein paar Laufmeter, die wir uns sparen. So, nur aus Sicherheitsgründen. Die ist dann auch gemeiner. Civilian. Okay, die ist wichtiger. The server secured. Now let's fill up that van with cash. Immer gerne. That's one bag. Check the guard. Und der geht einfach im Kreis. Ja, dann ist er voll entspannt. Jetzt haben wir ganz kurz die Taschen nach unten. Warten, bis er seine nächste Route abgeschlossen hat dann gleich. Und dann ist das Ganze easy peasy. That's two. It's a guard. Ja, da kommt er. Dann tragen wir jetzt die Taschen eben nach unten. Easy. Ich gehe sogar noch einen anderen Weg. Ist ja noch besser. Alter, Taschentragen ist ja so viel schneller geworden. Oh mein Gott. Ich sollte lieber nicht rennen. Kurz die ganzen Taschen da in die Ecke legen, damit die nicht gesehen werden durch irgendeinen Zufall. Oh, ist das angenehm, Mann. Du kannst einfach easy die nächste Tasche nehmen. Kein Delay dazwischen. Oh, ist das königlich, Mann. Ich meine, zum Zugucken ist das wahrscheinlich kein großer Unterschied. Aber ich schwöre, dieser Delay zwischen den zwei Taschen, die man tragen kann... Da liegen Welten. Scheiße, Junge. Check the guard. Optimal. Ja, aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch nur ein Guard, ne? Also Kameramann, den hier, den in der Lobby und einen oben noch. Also auch mit vier Guards kommst du eigentlich echt gut klar, finde ich. Watch the guard. Bleibst du da jetzt stehen oder gehst du direkt weiter? Guard. Der zockt sich eine Cola.
Und die interessiert sich nicht mehr für uns. Die ist für uns egal. Guard over there. Weil wir keine Maske tragen. Moin. Guard. Richtig gut. Ich dachte mir schon, dass das passiert. That's four bags. Wo ich halt ein bisschen Angst vor habe, ist, dass sie den Fluchtweg auf den, also die Fluchtposition auf eine falsche Position gesetzt haben. Und ich halt dann einfach direkt gehe. Sie müssen wir die jetzt von oben auf dem Infra runterwerfen und wir ja nicht gehen. That's six bags. Okay, diesmal haben sie den ein bisschen besser gesetzt, aber auch nicht optimal, ehrlich gesagt. It's a guard. Seven bags and counting. Tja. Guard. Dann warten wir noch mal ein kleines Ründchen, ne? Ein kleines Ründchen, du. Check the guard. Check the guard. It's a guard. Guard. Nochmal Cola? The guard. Ja, er macht halt wirklich Ledger dasselbe nochmal. Guard over there. Mein Gott, nur am Saufen, Junge. Was ist wohl sonst noch hier unten? Noch mehr Loot vielleicht? Watch the guard. Keine Ahnung. That's eight bags. So. Nine bags and counting. Düp, 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 düp. Düp, 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 düp. Einfach mehr Geld, immer rein in den Van. Only one left. Guard. Nicht, dass der uns gleich sieht irgendwie durch den Zufall. Ach, das war die letzte. Cool. Good work, people. That's how it's done. Easy. Guten Tag. Oh, machst du ein Foto? Sag mal, spinnst du? Du kannst doch kein Foto von meinem Fluchtwagen machen. Lol. Okay. Ja, alle Taschen. Fast 700.000. Ich bin ganz ehrlich, irgendwie finde ich über den Job, auch wenn er... Also an sich ist der Job echt nice. Und ich habe den komplett ohne Maske gemacht, muss ich mal ganz kurz anmerken. Also eigentlich müsste es dafür echt extra ein Achievement oder so geben, keine Ahnung. Lol. Aber... Was ich halt ein bisschen ärgerlich finde, ist, dass das stört mich persönlich ein bisschen daran jetzt. Der Job selber hat gefühlt eine Viertelstunde bis 20 Minuten gedauert. Das Taschentragen war der halbe Job. Und das ist halt so ein Punkt, der muss nicht sein. Also da sehe ich mich dann eher weniger. Ansonsten hier Magazin, 3 Milliarden andere Sachen freigeschaltet. Warum ist eigentlich ein Timer bei, wie lange wir das angucken dürfen? Bei Online-Lobbys okay, aber hier ist es ein bisschen unnötig. Hallo, anpassen. Magazin. 100.000. Boah, Junge. Nett. Level 14, wir können uns fast die Dingens hier leisten. Das erste Scharfschützengewehr. Okay, cool. Ansonsten, hier sind wir ein, also genau weitergekommen. Bla 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 bla. Ach, das können wir gar nicht forschen, weil wir jetzt dafür laut spielen müssen oder was? Oder wieso geht das nicht weiter? Komisch. Okay, das hier finde ich eigentlich auch ganz wichtig, aber was machen wir dafür weg, ist die Frage. Ja, das können wir wegmachen. Mark erschütternd ist wichtiger, finde ich. Ja, Geschütztum ist jetzt nicht ganz so relevant. Das ist tatsächlich sogar eigentlich gar nicht mal so unwichtig gewesen, das sollten wir vielleicht ein bisschen öfter machen. Ja, das können wir jetzt forschen, passt doch. Ja, ansonsten, das war's mit der Mission. Ja,
Ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz irgendwie. Wir wechseln irgendwie die Handschuhe oder so. Goldhandschuhe. Nehmen wir noch irgendwie. Vielleicht mal. Was ist hier noch so da? Joy ist original. Lol. Weißt du was? Wir nehmen, glaube ich, Joy. Und lassen ja die Originalklamotten anziehen. Hallo. Ach so. Ja, man kann nicht Escape drücken, weil man ja. Weil man ja nicht in dem Menü ist, sondern unter Händler. Ja, das ist ein bisschen dumm, dass sie das irgendwie so gemacht haben. Finde ich. Naja. Du kriegst erstmal deinen Joyce Original. Nice. Ja, passt. Ansonsten. Weiß ich nicht. Wofür braucht man so viel Kohle eigentlich? Also. Irgendwie finde ich, ist halt noch gefühlt relativ wenig, was es da so alles kommt. Aber ich bin mal gespannt, weil, das finde ich auch so geil. Die Leute haben sich beschwert. Ich kann euch jetzt eben ganz kurz zeigen. Warte. Hier. Pass auf. Das ist jetzt hier meine Steam-Liste. Wie. Warte, ich mach mal ganz eben das Bild für euch weg. Ich klicke mal eben auf den Shop drauf. Da müsste jetzt gerade immer noch Payday an sein. Nee, ist es nicht. Payday 3. So, hier. Juni. Es macht eigentlich eh keinen Unterschied hier. Peggy 18. Ja, weg damit. Ich will keinen Stream gucken. Verpiss dich. So, und zwar. War das nicht hier? Das war unter den News. Aber ich bin jetzt gerade überlegen. Wo war das? Bei denen oder? Wir gehen auf alle Updates. Und den PD2 will ich jetzt gerade gar nicht wissen. Gott, was ist denn das jetzt für eine Ansicht hier? Die habe ich ja noch nie gesehen bei Steam. Gameplay Stream. Launch Stream. De novo is no longer in Payday 3. LOL. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Da gab es einen riesen Aufschrei, als es das gesagt wurde. Live Game. Ja, die Leute haben immer gesagt Dead Game, weil De novo drin war. Da haben die richtig für, also da waren viele Kommentare, viele Posts, so dass das ja so schlimm ist. Ich meine, ich verstehe es irgendwie. Es ist halt performance-technisch. Ich will das fast gar nicht aufmachen, lass mal stehen. Aber, krass, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass das rausgemacht wurde. Nett. Aber das wollte ich gar nicht wissen. Release Timings, ja, das war nett. War, glaube ich, 17 Uhr bei uns, ne? Ja, ja. Die Open Beta, Post-Launch Plans, das sind sie. Weil da gab es mich auch richtig Gemecker. Und das verstehe ich nicht. Pass auf. Es gibt ja mittlerweile so diesen Trend, dass viele Spiele den Hauptcontent des Spiels wegnehmen und als DLC verkaufen. Stimme ich zu, das ist kacke. Aber ich finde 8 Heists gar nicht mal so schlecht für den Start. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schnell da die Updates kommen, ne? Weil wenn jetzt halt jedes Vierteljahr immer ein kleines DLC kommt, dann wird das bestimmt auf die Masse gesehen auch recht viel werden. Wenn ich jetzt mal vergleiche, dass halt Payday 2 knapp 100 Heists hat, also wenn man alles irgendwie so hochrechnet, tagetechnisch meine ich halt auch, also jetzt nicht Heists, sondern wenn jetzt was wie Ratten spielst, dann also Rats hier den Job, dann hast du ja 3 Tage, das sind so gesehen 3 Jobs, so zähle ich das jetzt. Und das waren halt knapp 100 Skripte, die ich dann halt auch hatte für die Synchronsprecher. Und wenn man jetzt das hier vergleicht, sagen wir es sind 60 Heists jetzt geschätzt, keine Ahnung, dann würden die halt locker 50 Vierteljahre brauchen oder halt knapp 10 bis 15 Jahre, um gleich viel zu bekommen. Ja, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, dass Payday 2 auch 10 Jahre halt jetzt gedauert hat, um da so viel zu bekommen, ist das halt auch wieder eigentlich ausgeglichen. Deswegen finde ich das gar nicht mal so schlimm, dass die das jetzt hier einfach mit so einem Content hier Weg quasi hier zeigen. Da haben sich Leute halt darüber aufgeregt, weil das halt dann so gemein ist, in dem Hauptcontent weg. Aber ich sehe es halt so, ich weiß halt durch Payday 2, die machen halt durchgehend was. Die haben bestimmt, da werde ich mit euch safe für die ersten paar Updates, DLCs, Sachen weggenommen, die sie dann im Nachhinein reinpacken, die dann besser sind. Ich meine, vergleich mal die Beta mit dem Aussehen von jetzt. Ich habe mich jetzt, nachdem ich die ersten paar Missionen gespielt habe, mal den Spaß gegönnt und mir bei Pizmeet die erste Payday 3 Folge angeguckt, also die ersten beiden da, wo sie Stealth und Laut gespielt haben. Fand ich übrigens ein bisschen amüsant, wie der Spielstil doch schon stark differenziert war zu meinem. Aber hey. Und sehr witzig fand ich dabei, wie viel Unterschied zwischen der Beta von denen da gelegen hat und dem jetzt veröffentlichten Spiel. Alleine vom generellen Aussehen und den Funktionen her hat sich einiges geändert. Und
ich denke mal, das werden sie auch hier, die werden einiges schon geplant haben, was die eh schon gemacht haben und einfügen könnten. Aber wenn sie halt in den ersten paar DLCs mit reinballern oder halt einfach nur als Updates mit hinzufügen, dann bleiben die halt länger im Gespräch, dass die es halt vernünftiger machen. Ist jetzt nicht die feine Art, aber solange das halt ein gutes Spiel ist und viel Content bekommt, bin ich damit fein. Wenn ein DLC mir, keine Ahnung, wie ein, zwei neue Charaktere bringt, zwei Heists und was weiß ich nicht für Sachen, dann ist es halt eh das, was man immer erwartet hat. Für irgendwie 4 bis 6 Euro ist das dann fein, finde ich. Weil das so ein Heist, wenn ich ihn auf 4 Schwierigkeitsgraden spiele, die geht ja locker schon mindestens 2-3 Stunden drauf. Wenn ich davon 2 Stück hätte, dann hat sich das ja wieder fürs Geld gelohnt, weiß ich mein. Also, das finde ich nicht mal so schlimm. Es gibt Spiele, da ist halt die DLC-Anzahl nicht mal problematisch. Bei Payday 2 gibt es natürlich auch viele, auf die du verzichten kannst, aber die Heist-DLC, die kann man sich mal holen. Aber ich kann jetzt euch mal ganz kurz hier eben angucken, was es da alles gibt dann. Besides 4 DLCs with names yet to be fully determined. Blablabla. Neue gegnerische Waffen. Ah, nee, neue Enemies und Waffen. Ah, okay. Unreal Engine 5 Update. Okay, Cosmetics, Quality of Life Improvements. New Features and much more. Na, ich sage, da haben die wahrscheinlich jetzt eh schon einiges rausgenommen, was sie hätten schon reinpacken können. Das ist halt, wie gesagt, eher so ein bisschen die gemeine Art, aber okay. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn sie halt jetzt schon sagen, dass es halt Updates geben wird. Im Gegenteil, eigentlich macht es sogar eher transparenter, dass sie sogar sagen, dass es halt DLCs gibt und auch sogar wann. Und im Vierteljahrestakt finde ich es auch ehrlich gesagt ziemlich angenehm. Aber ganz kurz gucken, was Leute dazu sagen. Overpriced Game. Dem würde ich sogar tatsächlich für den Kaufpreis aktuell ein bisschen zustimmen. Frikandeln AWS, okay. Ja. Ist ja auch egal. Das war's für heute. Ich würde sagen, danke schön fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.